Ja, da bin ich wieder. Meine Aufnahme ist irgendwie gerade abgekackt. Ja, wir haben hier Nachrichten bekommen, aktuelles aus Chile. Huiuiui. Keine Ahnung, was mit dem Typen anfangen soll. Oh, der könnte sogar ganz gut sein. Oder braucht bestimmt viel Gehalt. Ja, von, ja, kann man sich leisten. Ja, was ich auch noch sagen wollte ist. Ich habe jetzt mal nachgedacht und dachte, dass ich mir vielleicht auch einen einfach leihe. Einen relativ guten Spieler für eine Saison. Kiewski. Wernick. Ja, ist halt ein relativ schneller Spieler. Müssen wir mal gucken. Julian Brandt, Heuberg, Vollard. Ah, ich weiß noch nicht so recht. Natürlich so Marin Saar wäre natürlich auch nicht schlecht, aber auf erst auf Leihliste, wie viel? 8000 Gehalt. Why not? Was ich noch sagen wollte, ich wollte mal gucken, ob wir irgendwie was wir überhaupt noch brauchen. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Torhüter. Oder? Genau, Ratajacek ist 33. Wir müssen einen neuen Torhüter besorgen. Der ist 24. Und Bajic, glaube ich, auch älter. 35. Ja, gut. Ja, okay, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger wahrscheinlich. Genau, und die sind relativ jung. 26 und 22. Okay, passt. Und vielleicht noch im Sturm, da haben wir noch Biener. Aber der ist jetzt 28, also den können wir noch ein paar Saisons halten. Wohl, dann müssen wir jetzt uns keine Sorgen machen. Aber wir müssen langsam nach dem Torhüter gucken, genau. Die nächste Partie ist gegen München. Huiuiui. Wir haben ihre Leihanfrage zu Marian Saar gründlich überdacht, sind zum Schluss gekommen, dass wir nicht zustimmen können. Wir sind einfach nicht dazu bereit, einen unseren Spiel. Okay, scheiße. Direkt theoretisch. Theoretisch, Leute, könnten wir uns den direkt holen. Ja, wer weiß. Wir brauchen ja eh Nachwuchs für die Innenverteidigung. Nicht kaufen wir uns den. Was haben wir denn überhaupt alles auf der Wunschliste? Für die Leute, die vielleicht jetzt denken, warum ich so komisch bin, weil ich nicht weiß, welche auf meiner Wunschliste sind. Ja, das Let's Play läuft schon seit August oder ja, seit August 2019, jetzt haben wir schon April 2020. Also ich nehme nicht jeden Tag eine Folge auf, deswegen weiß ich manchmal nicht, was ich ja für die Leute hier verpflichten wollte. Aber in Verteidigung haben wir noch keinen so auf dem Radar. Natürlich, oh, das wäre natürlich nicht schlecht, so ein Passlag. Den beobachten, ja, der ist schon beobachtet, den beobachten wir mal. Oh, sein Vertrag läuft auch aus. Okay. Marvin Ducksch. Okay. Bart Finne. Ja, Bart Finne ist auch ein Spieler, der sich extrem gut entwickeln lässt. Also ich hatte in einer Heidenheim-Karriere den auf 76 oder so gebracht. Wie viel Transferbudget? 1.016.000. Ja, ist schon ein bisschen was. Ja, egal. Bevor die Folge zu lang wird, gehen wir mal zum Spiel. Aktuell aus den USA. Okay, die sollen dann praktisch für den Zeitraum vom 3. bis zum 9. September nicht da sein. Aktuell ist aus den USA. Ja gut, das sind alles Scheißspieler. Warum gerade wir rausgehen? Angebot akzeptiert. Oh, 900.000, nicht schlecht. Wir würden den sogar erstmal Rotationsspieler nehmen. Machen wir gleich 9.000. Genau. Aber ich glaube, er möchte nicht wechseln zu uns. Obwohl es eigentlich nicht schlecht für ihn wäre, von jetzt zu einer etwas schwächeren Mannschaft zu wechseln, da er bei uns natürlich mehr Spielzeit bekommen würde, wie bei Dortmund. Ich will eine größere Rolle spielen, na, habe ich es mir schon gedacht. Müssen wir schon gleich. Komm, machen wir wichtiger Stammspieler 5 Jahre, 9000. Und dann wird er safe jetzt sagen, er möchte nicht wechseln.
Weil er lieber bei Dortmund sein möchte, weil das eine bessere Mannschaft in seinen Augen ist. Irgend sowas würde er entscheiden. Okay, wir spielen heute auswärts, glaube ich, als Gast bei München. Bei 1860 München auf Legende. Kann man machen, Tonjus? Okay. Ja, also in der letzten Folge oder vorletzten, ich weiß nicht mehr genau, war der Sound, also der Ton, glaube ich, relativ laut vom Ingame her, sodass man mich kaum noch verstanden hat. Für manche ist es vielleicht schön, dass man mich nicht mehr richtig gehört hat, aber ich fand es jetzt nicht so gut, weil ich die ganze Zeit gelabert habe, aber man konnte mich einfach richtig schlecht verstehen. Deswegen habe ich einfach mal den Ingame-Sound ein bisschen runtergedreht. Ich weiß es nicht, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Werden wir aber sehen. Genau. 1860 München empfängt in der Allianz Arena MSV Duisburg. Vierter Spieltag der Saison. Kommentiert von Kadan HD. Spaß. Genau. Großes Stadion, viele Fans von 1860 München und viele Fans von Duisburg sind da. München. Oh, Sascha Mölders ist im Fokus mit 3 Toren in 3 in den letzten 3 Spielen. Also der ist in Topform zurzeit. Ja, sieht man dem Spieler noch. Er hat eine dezente Harfe, so sieht man auch. Spaß. Okay. MSV Duisburg. Kommt gleich auch. Stimmt, jetzt kommt der erst die Startelf in dem Intro. Okay. Oh, Janik Badonski spielt bei denen in der Verteidigung. Hat auch mal bei Dortmund gespielt. Okay, hier sieht man die Duisburger mit der heutigen Aufstellung. Die Duisburger sind aufgestellt wie, glaube ich, in der letzten Partie. Genau. Genau. Obwohl, theoretisch könnte es mal in der nächsten Partie den unser Nachwuchstalent reinballern, den wir gerade im Training immer entwickeln. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Bei mir dann Linksverteidiger, ein relativ jung Sprint. Egal, dann gehen wir hier die Partie anschmeißen. Ich würde sagen, wir spielen in der Partie ein bisschen defensiver. Mein Ziel ist es auf jeden Fall in der Partie unentschieden. Fängt natürlich gut an mit dem Fehlpass ins Nirgendwo. Da haben wir wohl Spieler gesucht, die nicht existieren auf dem Spielfeld. Es könnte schon die erste Chance geben. Super Flanke, aber gut abgefangen vom Fälscher. Jetzt aber erstmal durchbucken. Kevin Wolz am Ball. Schön ausgetribbelt. Ausgetribbelt vor allem. Oh, da verliert er mal. Da verliert er gegen Dominik Stahl. Okay. Wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir nicht gleich ein Gegentor kassieren. Genau. James Holland. Super, super. James Holland! Kurz gespielt auf Thomas Ney, der auf Obina, der auf den Spieler und der Bach's rein. Was sagt jetzt nicht? Sagt jetzt nicht, dass es ein 1-0 ist in der 7. Minute. Nein. Oh mein Gott. 1-0. Leckt mich am Ärmel. Richtig schön auch von Obinia. Meine Fresse. Richtig schöne Vorlage für Holland. Der ballert das Ding rein. WTF. In der 7. Minute machen wir gleich das Führungstor. Sein Tributtor für die Saison. Holy shit. Er wird die Partie ja gar nicht mehr spannend. Also muss ich eigentlich mal gucken. Wir spielen hier auf Legende. Das will ich jetzt wissen. Spieleinstellung. Guck mal, hier sieht man es auch. Die Gegner, also ich spiele halt wirklich auf Legende in dem Spiel und trotzdem verliere ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe früher auf Legende immer irgendwie 10-0 verloren und jetzt mache ich hier die ganzen Tore auf Legende. Auf den Schwierigkeitsgrad halt. Aber na gut. Obwohl ich so selten FIFA spiele. Ich weiß noch, es gab schon so Zeiten, da habe ich richtig hart reingesuchtet. Da war ich so, wie alt war ich da? 10? 19, 11, 12. Da habe ich teilweise wirklich stundenlang FIFA 14 oft gespielt. War auch das einzigste FIFA, so was ich am aktivsten früher gespielt habe. Ja. Da habe ich immer so auf Profi, glaube ich, gespielt, von der Schwierigkeitsgrad her. Oh, Vorteil für München. Weiß gar nicht warum jetzt. Oh mein Gott, da muss man aufpassen! Pfosten, Latte! Was war das? Was war das?
Torhüter haltet, glaube ich, den ersten Ball, dann schießt der andere nach und trifft den Pfosten. Holy moly. Wir haben hier zu viele Fehlpässe. War richtig schön gespielt gerade. Ah, wurde leicht gefoult. Gibt auch hier gleich eine gelbe Karte für den Verursacher Kagelmacher. Ist eigentlich relativ, finde ich, verständlich, gelbe Karte. War ja schon jetzt in dem Sinne schon ein gutes Foul. Aber war jetzt noch nicht das schlimmste Foul. Na gut. Doch 42 Meter sollen wir es machen. Spaß. Oder? Ah, lass uns hier. Können wir vielleicht sowas versuchen? Oh, das war nicht schlecht. Der Versuch war nicht schlecht. Der Versuch war nicht schlecht, die ins Zentrum reinzuspielen und dann irgendwie das reinzumachen ins Tor. Der war nicht schlecht. Was macht denn hier der Torhüter? Okay. München am Ball. Spielen hier confident. Jetzt kommen sie langsam in unsere Hälfte rein. Boah, das wäre eine super Torvorlage gewesen, aber leider hat er den Pass nicht bekommen. Obwohl es für uns eigentlich nicht schlecht wäre. Okay. Holland, ah. Das war irgendwie ein ganz komischer Pass. Ich wollte gar nicht dahin passen. Ich wollte woanders hin passen, aber der passt irgendwie in den anderen Gegenspieler rein. Typisch FIFA. Ah, sie versuchen konstant hier Druck zu erzeugen, die Münchner. Dominik Stahl, super gemacht von ihm. Jetzt Janik Bandowski, der früher bei Dortmund gespielt hat. Flach gespielt auf Mölders. Oh, jetzt kann es gefährlich werden. Jetzt könnte er gefährlich für Lang kommen, aber er spielt erstmal aus taktischen Gründen wahrscheinlich zurück. München hat hier die Duisburger im Griff zurzeit. Mit starken Passspielen. Dann können wir uns mal kurz eine Scheibe abschneiden und das erwidern. Versuchen wir hier eigentlich theoretisch. Wir haben doch keinen Druck. Wir stehen 1 zu 0. Wir könnten doch theoretisch einfach ganz gechillt, ganz ruhig das Passspiel machen. Ruhiges defensives Spiel mit ein paar Angriffen nach vorne eigentlich. So wie jetzt. Immer schön in der Ruhe. Na gut. Aber ich muss auch zugeben, Flanken in FIFA oder allgemein in FIFA 16 sind echt scheiße geworden. Ich weiß noch, früher bei FIFA 14 hat man wirklich, wenn man eine gute Flanke hatte, hat man den Ball einfach reingemacht. Das ist leider nicht mehr der Fall. Wirklich sehr selten Tore durch Flanken erzielt. Oh, es könnte gefährlich werden. Aber unser Torhüter ist da. Der Torhüter ist da. Oh, das ist auch schon hart von uns. Das war nicht so schön, wie wir gerade kurz den Ball verloren haben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen zu hektisch. Ich muss vielleicht wieder ein bisschen ruhiger versuchen zu spielen. Okay. Bandowski. Ah, spielt kurz auf Mölders. Oh, richtig schön von Adlung. Und was macht hier Lindl? Was macht der? Jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit von der ersten Hälfte. Was macht Lindl hier? Er versucht es ja irgendwie mit dem Kopf. Von 3000 Meter Entfernung. Egal. Noch eine Minute zu spielen, dann ist die erste Hälfte rum. Na, Einwurf für Duisburg. Sagen wir mal, vielleicht könnten wir versuchen, nochmal nach vorne zu spielen. Ah, hat leider nicht geklappt. Zeit ist schon rum. Ja, Duisburg in der Führung mit 1 zu 0. James Holland macht hier in der siebten Minute gleich das erste Tor. Kann man nicht meckern, was die Duisburger hier abliefern. Für das eigentlich Duisburg wirklich ein Kandidat ist, der jetzt, sagen wir jetzt, von der Mannschaftsstärke oder von der Spielstärke wirklich nicht gut ist. Sind wir wirklich zurzeit richtig top dabei und geben echt Top-Spiele ab. So würde ich es ungefähr sagen. Teilweise schon Tabellenführer Anfang der Saison gewesen. Nicht schlecht. Okay.
Kevin Wolze. Okay, Albutat. Zu Santoria. Der mit der Flanke, aber abgeplatzt von Yannick Bandowski. Schade. Schade, schade, schade. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich glaube, ab nächster Folge habe ich etwas vor. Leute, ab nächster Folge habe ich was vor. Ich habe also schon seit mehreren Folgen, ich ist auch ganz früh, wie ich auch einfach so ganz plötzlich das Thema raushau, habe ich so vor, dass ich einfach die Spiele schneide praktisch. Wenn ich zum Beispiel, wie hier ist, gegen München spiele, nur die Highlights rausschneide und packe dann so in einem Part zwei Spiele oder so Spiele praktisch. Und die halt immer schneide praktisch. Aber ich weiß nicht, ob das, wie es bei euch ankommt. Ich muss selber zugeben, FIFA kommt allgemein auf meinem Kanal sehr, sehr schlecht an. Also von den Likes her würde ich sagen, ich habe relativ so 3, 4, 5 Likes im Schnitt oder 2, 3 Likes pro Video. Aber ich habe wirklich, glaube ich, nur einmal einen Kommentar gehabt von, oder ne, zwei oder drei Kommentare auf all meinen Videos. Oh, Ausgleich, scheiße. Ja, was damit meine ist, FIFA kommt allgemein auf meinen Kanal nicht so gut an wie Minecraft oder so. Also auch von den Aufrufen, glaube ich. Oder auch von den Kommentaren kann man ja sagen, wenn ich irgendwie Fragen im Video stelle, niemand beantwortet sie. Ich weiß noch, auch beim ersten Part habe ich einen Kommentar von Wiesent gehabt, also auch von einem Überlisto. Da hat er mir was einen Kommentar geschrieben. Dann hatte ich, glaube ich, noch von einem anderen FIFA-YouTuber einen Kommentar gelesen und noch einmal von irgendeinem Typen, der nicht mal Deutsch konnte. Irgendwie so ein türkischer Kommentar und mehr Kommentare hatte ich bis jetzt auf meinem Let's Play noch nicht gehabt. Ist natürlich sehr schade. Aber trotzdem denke ich, dass ich das Let's Play durchziehen werde. Ich habe es im August angefangen, das Let's Play. Es ist jetzt April. Und ich ziehe das Let's Play halt immer noch durch, auch wenn es ein bisschen inaktiv ist. Aber ich ziehe es durch, glaube ich. Auch wenn natürlich jetzt die Let's Plays nicht so gut vielleicht ankommen, aber ich mache ja YouTube nur Spaß und nicht um irgendetwas zu bekommen oder so. Ja, genau, das wollte ich ja mal gesagt haben. Es steht 1 zu 1 inzwischen Zeit. Ich werde mal hier kurz. Was sollen wir es tun? Jan, jetzt machen wir mal rein für. Dann 3, 2, 1, 0. Okay, es war unten. Janic wechselt für Holland in die Partie. Haben wir es auch geklärt. Ich bin am überlegen, ob ich ein bisschen offensiver spiele. Vielleicht können wir hier noch ein zweites Tor erreichen. Aber natürlich müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht verlieren, wie in der letzten Partie. Da haben wir auch 2 zu 1 gegen den KSC verloren. Genau. Oh Gott, das könnte gefährlich werden. Dominik Stahl. Au, mit den Fingerspitzen haute das Ding noch weg und rettet die Duisburger von einer Führung von 1860 München. Schön. Also unser Keeper ist echt zur Zeit auch irgendwie in Topform, finde ich. Was der schon alles gehalten hat. Okay, Eckball wieder für München. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Eckbälle sind eigentlich an sich nicht gefährlich in FIFA 16. Aber ich habe trotzdem Angst, wie berechtigt ist. Oh mein Gott, sie sind in unserem Strafraum schon. Dominik Stahl, Schindler. Er schießt, wird abgefälscht und schon wieder wahrscheinlich Eckball. Wie viele Eckbälle hatten die jetzt? 4 Stück oder so schon. Okay, 70 Minuten gespielt. Der Keeper hat's. Okay, schön. Was macht hier Tomane? Was macht hier Tomane? Das frage ich mich gerade. Lol, was hat gerade Tomane gemacht? Okay, Fälscher. Auf Obina. Nein, was war das für eine Flanke? Warum ist die nicht angekommen? Scheiße, Leute. Ich dachte, die kommt an. Das wäre dann so. Ey, das wäre ein Tor gewesen, wenn er die bekommen hätte. Okay, relativ ausgeglichener Ballbesitz beider Mannschaften. Okay. Rund 15 Minuten noch zu spielen.
plus Nachspielzeit. Ich denke, es wird jetzt bei einem 1-1 bleiben, aber es könnte natürlich noch beide Partien hier etwas reißen. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst, jetzt habe ich Angst. Beister, er ballert das Ding über den Kopf, Tor, aber wie man nennen sie möchte. Auf jeden Fall über das Tor, auf jeden Fall hat er schon geballert, der Bandowski. Somit steht es immer noch 1:1. Kevin Volz verliert hier den Ball gegen Dominik Stahl. Waldal, Rammer auf Lindl. Komm schon. Beister kann doch den Ball ab. Gut, Pockenberg. Fehlpass von Pockenberg. Ne, doch nicht. Ey, was war das gerade für ein Pass von Pockenberg? Spiel sind auf jeden Fall jetzt erschöpft nach knapp 85 Minuten. Komm schon, Obinia. Schubst da den einen Mann, glaube ich, fast rum. Egal. Oh mein Gott, ey. Sprint, jetzt nochmal die letzten Kräfte von beiden Partien, beiden Partien vor allem, von beiden Mannschaften und, oh, das hätte auch wieder knapp werden können. Müssen ja echt aufpassen und richtig misslungener Pass von uns. Komm schon. Oh mein Gott, Pfosten! Was macht hier der Torhüter? Elfmeter, oder? Ne, doch nicht. Holy Scheiße. Ich dachte, es gibt Elfmeter. Das war wahrscheinlich Abseits gewesen. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Wie kann man das hier wegmachen? Ausblenden. Genau. Hier sehen wir München kurz auf den gespielt. Der hier mit dem langen Pass. Der Spieler nimmt den Volley und guckt, was passiert. Er trifft im Voll. Der war ja schon im Tor drin gewesen. Hier sieht man es, er war eigentlich schon, also fast im Tor gewesen. Er trifft hier den Pfosten. Vom Pfosten aus hier richtig schön. Das wäre das Tor gewesen. Das wäre das Tor. Seht euch diese Situation an. Das ist ein easy win eigentlich. Er schießt. Torhüter kann ihn irgendwie halten. Kommt auf den nächsten Spieler. Oder jo, was ist hier passiert? Der nächste Spiel will schießen. Der eine kretscht rein. Der Spieler fällt um. Irgendwie haben wir den Ball. Sprinten vor. Und dann wurde es ja abgepfiffen, genau. Ich glaube wegen Abseits oder so. Heftige Situation. Haben wir nochmal richtig Schwein gehabt. Da haben wir nochmal richtig Schwein gehabt. Okay. Kevin wollte. Letzter Angriff nochmal. Ah, Angriff ist dumm. Mein Gott. Aber das war doch ein Foul. Ach, scheiß drauf. Spiel zu Ende. 1-1. Ja, kann man sich sehen lassen. Unser Ziel war auch, soweit ich weiß, unentschieden. Ja, bin ich auf jeden Fall zufrieden. München ist natürlich eine starke Mannschaft und dass wir hier entschieden gerissen haben, kann man natürlich auf sich stolz sein. Obwohl ich eher selber sagen muss, ich dachte, es wäre mehr drin gewesen, da wir gleich in der 7. Minute hier die Führung rausgeballert haben. Da dachte ich, ja, könnte vielleicht sogar ein 2-0, 3-1 oder so werden. Am Ende doch nur ein 1-1, aber ich bin zufrieden. Die Fans könnten auch auf sich zufrieden sein. Ja, genau. Aber wir hatten auch viel Glück in der Situation. Zum Beispiel auch hier in der Situation, wo der Pfosten getroffen worden ist. Also wir haben wirklich sehr viel Glück gehabt. Vielleicht haben wir schon die ganze Saison über Glück, man weiß es nicht. War unser Keeper mit 11 Paraden. Das Keeper mit 11 Paraden, genau. Hier sieht ihr nochmal hier andere Informationen, für wen es denn und für wen dem es interessiert, genau. Ich schaue das meistens nur kurz an, aber okay. Ah. Es gab nur eine gelbe Karte und ein Foul, also insgesamt zwei Fouls. Das ist natürlich echt ein cooles Spiel, wenn es fast keine Fouls gibt. Genau. Wir haben mit zwei Schüssen. Gebt euch das mal. Mit zwei Schüssen und München mit 12. Das ist die Chancenverwertung. Wir haben diesen von zwei Schüssen einen verwertet und München hat von 12 Schüssen einen verwertet. Und ja, am Ende steht es 1-1. Genau. Bielefeld gewinnt 3-0 gegen Brauni Schweigi. Paderborn verliert gegen Greuther Fürth 1-2. Oh, letzte Frist, letzte Stunden.
Uiuiui. Komm, das nehmen wir noch kurz mit. Ich würde aber ganz gern wissen. Ah, wir sind auf der Tabelle auf dem vierten Platz. Okay, Spielplan. Vierter Platz, okay, mit 7 Punkten. 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Und auf welchem Platz ist München? Wow, ist 1860 München. Ah, 9. Platz sind die. Mit 5 Punkten. Ne? Okay, jetzt Zeit für Düsseldorf bzw. Nürnberg an. Und Düsseldorf. Was ich auch glaube, dass Nürnberg und Düsseldorf aussteigen in der, auf diesen der Saison. Genau. Okay. Die letzten Stunden. Wird vielleicht noch Marin Saar zu uns wechseln, wer weiß. Er akzeptiert. Oh mein Gott, er akzeptiert. Scheiße! Ich weiß gar nicht, was für eine Wertung der hatte, Dude. Das war so relativ spontan, aber wahrscheinlich könnte er jetzt zu uns wechseln. Okay, ich möchte mal was anschauen. Wir haben hier Riveros, werde ich mal reinpacken. Wir haben einen ganz jungen Linksverteidiger. Also Linksverteidigung brauchen wir keine Sorgen machen. Innenverteidigung haben wir Bajic. Er ist aber ist relativ gut, aber ist halt schon 35. Das ist halt unser Problem. Dann haben wir Meißner. Relativ jung. Jetzt haben wir für die 2 Ersatz. Aber wir brauchen natürlich noch einen Ersatz, wenn Bajic geht. Und ich glaube, Bajic können wir jetzt noch halten, aber wir müssen halt langsam von ihm Abschied nehmen, weil er ist halt schon 35. Ich weiß nicht, ob wann er in Rente geht. Das ist halt das Problem. Von der Rechtsverteidigung müssen wir irgendwann uns auch mal einen neuen holen. Aber der ist ja auch erst 24, der Fälscher, genau. Albuquerque, also in der Mittelfeld haben wir eigentlich auch relativ viel Ersatz. Okay. Auf dem rechten Flügel haben wir Klotz als Ersatz. Ist noch für eigentlich ganz in Ordnung, genau. Dann haben wir noch Wolz auf dem linken Flügel. Er könnte sogar in der Linksverteidigung spielen. Okay, da hätten wir noch jemanden in der Linksverteidigung. Und Brücker hier und Grote auf dem linken Flügel. Im Sturm haben wir auch richtig viele Leute. Könnten wir eigentlich auch so ein, zwei Leute noch verkaufen, denke ich. Ja, genau. Ich denke mal, für Urbina wird irgendwann Iliutschenko kommen. Der ist 25, okay, der ist noch jung, Iliutschenko. Aber vielleicht Brandstätter, muss man halt gucken. Genau. Wer ist eigentlich Kapitän? Bajic. Der Älteste. Ja gut. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn der älteste Kapitän ist von der Mannschaft. Genau. Ich bin halt echt gerade immer überlegen, sollen wir es tun oder sollen wir es nicht tun? Theoretisch würde ich jetzt fragen, sollen wir den Transfer tun, aber da ja, wie schon gesagt, FIFA nicht so gefragt, gefragt ist auf meinem Kanal, muss ich selber entscheiden. Natürlich, das Problem ist, wenn wir ihn jetzt tun, haben wir halt kein Transferbudget mehr. Da können wir die anderen Spiele gleich abhaken für die Saison. Aber egal. Wir werden es, glaube ich, machen. Ich glaube, wir werden es machen. Marin Saar wechselt für 900.000, oder? Gehen wir mal. Also Leute, Marin Saar wechselt für 900.000 Euro zu MSV Duisburg. Angebot annehmen. Bam. Holy shit, Leute. Wir haben es getan. Wir haben es getan. Neuverpflichtung. Oh, jetzt bin ich gespannt, was für eine Wertung das hat. 66. Oh mein Gott. Perfekt. Und tschüss. Nee. Perfekt. Wir haben Marian Saar. 20 Jahre alt. 1,88 groß. 66er Wert. Perfekt. Wir haben neuen Spieler, Leute. Marian Saar im Kader. Oh mein Gott. Richtig geil. Spieler verkaufen. Erwägt, guck, der erwägt schon auf zu und es ist gut, dass wir jetzt hier einen Nachwuchs geholt haben. Oh mein Gott. Ich wollte hier im Sturm nochmal welche auf die Transferliste setzen. Den Tute. Und ja, den Tute. Weil ich weiß jetzt schon, dass wir die hier nicht nutzen werden als Spieler. Genau.
Okay. Gucken, vielleicht kriegen wir noch ein Transferangebot für unsere Stürmer raus. Ich glaube nicht, aber werden wir sehen. Ich glaube, die Front wird jetzt relativ ruhig sein bei uns. Ah, noch 5 Stunden. Ja gut, ich bin auch am Überlegen, sollen wir vielleicht uns noch einen Spieler ausleihen vielleicht? Ich bin gerade überlegen. Wir brauchen eigentlich keine Ausleihen. Ich glaube, wenn wir vielleicht mal irgendwann in der ersten Bundesliga spielen, dann könnten wir uns eigentlich einen Spieler ausleihen. Versteht ihr, was ich meine, wenn wir mal aufsteigen, dass wir so als Hilfe erstmal ein paar Spieler ausleihen, dass wir über die Saison kommen, wenn nicht in den Tabellenkeller richtig rutschen. Aber ja, die letzten Stunden bleiben relativ ruhig an der Front. Gesamtausgaben 199 Millionen. Vielleicht schaffen wir noch die 200 Millionen hier insgesamt. Nee, okay. Trainingsverletzung. 7 Tage. Heilige Scheiße. Ich habe ihn gerade ins Team gepackt, unser Nachwuchsspieler, und ich dachte schon, er ist jetzt irgendwie für Monate verletzt. Aktuell ist er aus Deutschland. Eggestein. Nikolai Rapp. David Sauerland. Ja. Das sind natürlich jetzt nicht die besten Spieler, aber ja. Okay. Letzte Frist, 199 Millionen sind ausgegeben von allen Ligen. Ist natürlich nicht schlecht. Genau. Ja, was ist jetzt so? Ich kann nichts auf meinen Controller drücken. Hallo? Hä? Ach so, jetzt. Ah. Unser Riveros ist ja verletzt, da können wir nicht weiterentwickeln. Mal gucken, vielleicht könnten wir hier Marian Saar auf irgendwie eine 68 oder 69 mal bringen. Wir müssen jetzt sowieso Marian Saar trainieren, da der Tut hier ausgefallen ist. Wow. Keine Ahnung, wie ich sonst trainieren soll. Ist ja eigentlich der einzige Spieler oder einer der jüngsten Spieler von uns noch. Okay. Dann machen wir halt 5 Trainingseinheiten im Saar. Abwehr haben wir auch schon, Passen haben wir auch schon. Schuss könnten wir noch machen. Ja gut, bringt uns natürlich jetzt nicht viel. Wenn er hier lernt, wie man richtig schießt, ist ja ein Innenverteidiger, aber egal. Ist ja ein Innenverteidiger. Können ihn jetzt noch Standards trainieren lassen, oder? Oh mein Gott. Elfmeter, wohl Elfmeter können wir trainieren, das ist eigentlich auch nicht schlecht, Elfmeter. Wenn die Spieler richtig wissen, wie man Elfmeter schießt, okay, dann simulieren wir. Mal gucken, ob das sich ein bisschen entwickelt. Boah, entwickelt sich einfach gar nicht. Sich einfach gar nicht entwickelt. Moin. Okay. Wo der ist auf eine 67 aufgestiegen, merke ich gerade. Der hat doch eine 66 Karte noch gehabt, ja moin. Okay, Spieler des Monats bekannt gegeben. Vratajcak, unser Torhüter. Ja gut, er hat wirklich gute Leistung auch gezeigt. Kern D, ein gefragter Mann. Ich habe es bin zu voll, das mit durchzulesen. Dann gucke ich mal hier, fliege ich nur den Text ein bisschen rüber. Ah, Bolivien möchte mich haben vielleicht. Oder Paraguay. Ja gut, sind alles so 0815 Vereine. Okay, simulieren wir mal die nächsten Tage bis zum nächsten Saisonspiel. Tatsache, Bolivien will, dass wir Trainer werden. Dann lehnen wir ab, das macht jetzt gar keinen Sinn. Wir wollen uns natürlich auf uns konzentrieren, auf unsere Mannschaft. Nicht auf Bolivien. Thomas Meisner. Okay. Pulisic, Abschlussbericht. 65. Nicht schlecht, er ist halt ein relativ schneller Spieler. 65. Bin er sich noch ein bisschen
verbessern würde auf irgendwie eine 68, wäre das ein guter linker Flügelspieler. Okay. Wir können auch mal Marien Saar hier ein bisschen trainieren. Wer weiß. Vielleicht schaffen wir ihn. Das wäre halt echt ein Traum, wenn Marien Saar irgendwie auf so eine 69 oder 70. Das wäre natürlich ein Traum, wenn der so eine Wertung irgendwann hätte, so ein paar, zwei Saisons oder so. Aber werden wir ja sehen. Mit 67 ist er eigentlich schon ganz gut dabei. Okay. Nächstes Spiel zu Hause gegen Heidenheim. Ja. Wir sind heute auf dem fünften Platz. Egal, ich würde sagen, wir beenden den Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Euer.